Frau Kollegin Schmitz. Für die Piratenfraktion spricht Frau Kollegin Pieper. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, nachdem Herr Weiß und Frau Vogt noch mal ausführlich erklärt haben, was in dem Gesetzentwurf steht, glaube ich, weiß das jetzt jeder, brauche ich mal nicht mehr drüber reden. Die Zusammenführung des Berufsorientierungsjahres mit den Klassen für Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis finde ich prinzipiell ausgesprochen begrüßenswert. Es führt zu einer klaren Struktur, zu einem klaren Angebot für Schüler ohne Ausbildungsverhältnis. Hier wird ausschlaggebend sein, inwieweit es gelingt, individuelle Förderung zu leisten, weil es eine extrem heterogene Schülergruppe wird. Sie wird sehr viel heterogener sein als das, was wir jetzt haben. Und da muss man sehr genau gucken, welche Ressourcen können da reingehen, damit es wirklich gelingt. Da hilft allein dieser Gesetzentwurf nichts. Das Berufsgrundschuljahr in die einjährigen Berufsfachschulen zu integrieren, um Warteschleifen zu vermeiden, finde ich vom Gedanken her auch sympathisch. Ob das aber wirklich gelingt, durch einen schnelleren Übergang in Ausbildungsverhältnisse zu schaffen, das bleibt abzuwarten. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass durch anrechnungsfähigen Kompetenzerwerb die Schüler eher in ein Ausbildungsverhältnis gebracht werden. Und da habe ich tatsächlich Zweifel, ob das gelingt. Und insofern sehe ich da auch noch Beratungsbedarf. Die Regelung für das Recht der Schulträger, Schüler aus anderen Kommunen mit der Begründung mangelnder Kapazität abzulehnen, schafft den Kommunen Rechtssicherheit, finde ich völlig in Ordnung. Ich weiß aber gar nicht, wie lange dieses Problem noch relevant ist. Denn wenn man sich umhört, ist es im Moment so, dass die Schulen sich eher gegenseitig die Schüler abspenstig machen, weil sie Angst vor Schließung haben und eigentlich eher in anderen Städten werben gehen, als dass sie sagen, wir wollen euch nicht. Die Verlängerung der Anmeldefrist zum Schulversuch Primus begrüßen wir ausdrücklich. Wir freuen uns, dass jetzt wieder Schulen die Chance haben, in Ruhe ein Konzept zu entwickeln und sich zu bewerben. Ich persönlich bin großer Verfechter von den 10 Jahren gemeinsamen Lernen. Ich komme von einer Schule, wo das erfolgreich gelebt wurde, und ich wünsche mir, dass vielleicht die Erfahrungen, die an der Schule gemacht worden sind, auch in so einen Schulversuch eingehen und dass man sich da tatsächlich auch die Kompetenzen holt, die es schon seit Jahrzehnten so machen. Mit diesem Gesetz werden Rechtsunsicherheiten beseitigt, dem Primus-Schulversuch eine weitere Chance eingeräumt. Vom Ansatz her, was für die Berufskollegs ist, ist völlig okay. Viel wichtiger wird aber sein, da wurde gerade schon darauf hingewiesen, was ist mit dem neuen Ausbildungs- und Prüfungsordnung ist. Ich glaube, richtig, das interessiert die Kollegen an den Berufsschulen weitaus mehr als jetzt dieses Gesetz. Und wir warten mit Spannung darauf, was kommt. Und ich sehe für meine Fraktion durchaus die Chance, dass wir diesem Gesetz zustimmen. Und ich freue mich auf die Beratung und Anhörung im Ausschuss. Vielen Dank. Applaus